besseres Fest essen, solltet ihr den Tisch freiwillig nach dem Bett. Ich hasse mein Fuß nach links. Nein, ich habe mich geirrt, einen Fuß nach rechts. Oh, Meier, ich vergesse doch immer, wo rechts und wo links ist. Ich habe mich genau auf meinen rechten Fuß. Ich muss sagen, alles sieht ganz fantastisch aus für Aufsichtschlumps Bautagsfest. Naja, er hat es ja auch wirklich verdient. Ja, wenn man nur bedenkt, wie hilfsbereit er immer ist. Kein Schlumpf und keine Maschine sind eine größere Hilfe als ich. Ich will euch beweisen, dass ich der hilfreichste Schlumpf bin, indem ich euch allen helfe. Natürlich nur unter Benutzung meines neuesten Buches. Schlaubis brillante, hilfreiche Tipps. Na fein, wie wär's dann, wenn du mir bei diesen Tellern helfen würdest, Schlaubi? Aber gern, ich freue mich doch immer, wenn ich helfen kann. Also klar, die Einteller sollte hier helfen, einer hier helfen, dann vielleicht einer hier helfen. Hilfsbereit sein ist wirklich ein äußerst undankbarer Job. So wird's gemacht, auf die Schlumpf. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch, Handy. Jetzt bist du an der Reihe, von Schlaubi Schlumpf Hilfe zu empfangen. Danke, nicht nötig, Schlaubi. Ich bin schon fertig mit der jährlichen Inspektion von Aufsicht Schlumpf. Seine Schreibsperre habe ich auch behoben. Stell dir vor, er kann jetzt dreimal so schnell schreiben wie vorher. Ich verstehe nicht, wozu das gut sein soll, Handy. Um König Serar beim Schreiben seiner Proklamationen zu helfen. Das ist mein Bautagsgeschenk für Aufsicht Schlumpf. Mal überlegen. Vielleicht kann dieses Gebilde aus Muttern und Schrauben endlich was Sinnvolles tun. Ich hab's. Er kann mein nächstes Buch schreiben. Und um einen Schreibkrampf zu vermeiden, schmier ich ihn nur mit einem Tropfen Öl ein. Schlaubi, halt! Nichts geht über einen Tropfen Öl. Das ist gut für den Tee. Einigen Schlümpfen ist es immer noch nicht klar, wie schwer es heutzutage ist, eine gute Hilfe zu finden. Aber ich bin sicher, Torte wird meine Hilfe willkommen sein. Torti, 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 was für ein Glückstag für dich. Torti? Hm? Scheint nicht da zu sein. Macht nichts, helfe ich ihm eben, ohne dass er da ist. Mal sehen. Gut, dass ich vorbeigekommen bin. Der Kuchen sieht ja schrecklich aus. Ein bisschen Hilfe müsste ihn wieder in Form bringen. Dank meiner fachmännischen Hilfe wird Tortis Kuchen bald wieder wie neu sein. Eine Prise Hahnenwurz, ein Hauch Zitterfarn und einen kleinen Spritzer Varroöl. Ja, wie geht's mit deinem Experiment voran, Papa Schlumpf? Ich fürchte nicht sehr gut, Torti. Ich arbeite jetzt schon seit Tagen an dieser Lava-Nivellierformel, aber sie stimmt immer noch nicht. Ich weiß, was du meinst, Papa Schlumpf. Dieses Tortenrezept, an dem ich arbeite, haut einen auch nicht gerade vom Hocker. Jetzt hab ich's. Ja, da fehlt ein Spritzer Senf. Ich muss unbedingt die Zauberbibliothek konsultieren, um meine Formel zu vervollständigen. Du gehst in die Zauberbibliothek? Da würde ich zu gern mal ein paar magische Kochbücher durchsehen. Tut mir leid, Torti, aber du musst vom Rat der Zauberer beglaubigt sein, um einen Benutzerausweis zu kriegen. Die Zauberbibliothek enthält die stärksten Zaubersprüche der Welt. Oh, und Torti, pass bitte auf, dass niemand meine Formel anrührt, solange ich weg bin, ja? Aber natürlich, mach ich, Papa Schlumpf. Hoffentlich ist Papa Schlumpf rechtzeitig zu Aufziehschlumpfs Bautagsbankett zurück. Was? Schon zurück, Papa? Oh, du bist es nur, Schlaubi. Wo ist Papa Schlumpf? Ich bin sicher, er wird hochbeglückt sein, meine fachmännische Hilfe bei seinem Experiment zu bekommen. Papa Schlumpf ist kurz mal zur Zauberbibliothek. Zur Zauberbibliothek? Eines Tages werden die brillanten Zitate des Schlaubi-Schlumpf in diesem geheimnisumwitterten Tempel des Wissens aufbewahrt werden. Auf, Feiertorti, komm schnell! Ein riesiger Kuchen hebt das Dach von deinem Haus ab! Das verstehe ich nicht. Was kann denn da schiefgegangen sein? Ich habe mich doch genau als Rezept gehalten. Sieht so aus, als ob der Kuchen dank meiner Hilfe schön aufgegangen ist. Und es sieht so aus, als könnte auch Papa Schlumpfs Experiment meine fachmännische Hilfe gebrauchen. Oje, Torti, was machen wir denn jetzt? Uns reinkamen, klagen sie. So wie es aussieht, werden wir uns nach Hause durchessen müssen. Also, das nenne ich einen schönen, lockeren Kuchen. Oh nein.
Oh nein, ich habe Papa Schlumps Zauberbuch ruiniert. Und das heißt, ich bin ruiniert. Es sei denn, ich kann das Buch kopieren, bevor Papa Schlumpf von der Zauberbibliothek zurückkommt. Und ich wäre nicht schlau wie Schlumpf, wenn ich nicht wüsste, wie. Geben Sie weiße Rüben zu einem Pfund Mehl und garnieren Sie. Das wär's. Ach, so gut wie neu. Und ich wette, Papa Schlumpf wird den Unterschied gar nicht merken. Ja, also, ich bin mir nur nicht ganz im Klaren, was jeder dieser Zaubersprüche bewirkt. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn ich sie im Wald teste, um das herauszufinden. Die Bibliothek der Zauberer wäre voll von unnützem Wissen, X, wenn es da nicht den verbotenen Raum gäbe, in dem das X Archiv des Bösen aufbewahrt ist. Und wenn ich erstmal das ganze böse Wissen des Archivs in mich aufgesaugt habe, kann mich nichts mehr davon abhalten, mir den langlebigsten der Schlümpfe zu holen und Unsterblichkeit zu erlangen. Scheint mir ein guter Platz zu sein, um Papa Schlumpfs neues Zauberbuch auszuprobieren. Lass mal sehen, da steht, schlagen Sie zwei Eier auf. Die Sprüche sind ja brutal. Also wie lange soll ich diese Armeier denn noch schlagen? Offensichtlich habe ich den Spruch entdeckt, mit dem man Bäume fällen kann. Das nächste Mal sind wir lieber etwas vorsichtiger. Diese Zaubersprüche scheinen sehr mächtig zu sein. Das Ganze schütteln?
Ich muss den Spruch erwischt haben, mit dem man Alligatoren erscheinen lässt. Hilfe! Aber die Sprüche in diesem Buch sind viel gewaltiger, als ich gedacht habe. Oh, du meine Güte, was ist denn bloß mit der Zauberbibliothek passiert? Großer Schlumpf, jemand hat das geheime Archiv des Bösen